Familienname Matarazzo. Vorname Pellegrino. Pellegrino heißt übersetzt der Pilger. Pellegrino Matarazzo, ein Pilger in Sachen Fußball. Geboren in Wayne, New Jersey. Mit 17 der Aufbruch nach New York. Mathematikstudium an der renommierten Columbia University. Braucht man natürlich auch gute Noten in der Highschool, um überhaupt da reinzukommen. Natürlich hat ein Fußball mir geholfen. Universitäten dürften auch keine Sportstipendium ausgeben, aber es gab andere Möglichkeiten, um finanzielle Unterstützung zu schaffen, die ich auch bekommen habe, weil wir kommen auch aus einfachen Verhältnissen. Es wäre nicht möglich, auch die Tuition auch zu zahlen. Plötzlich mitten in der pulsierenden Metropole, mit dem Auto aus New Jersey nur etwas mehr als eine halbe Stunde und trotzdem ein Sprung in eine andere Welt. Es war wahrscheinlich das prägendste Zeit meines Lebens bisher. Ich bin mit 17 nach New York. Davor war ich nur in einer kleinen oder eine große italienische Familie, aber sehr geschützt. Mhm. Und dann bin ich in so eine Welt reingekommen als Student Athlete, als Sportler und auch Student in New York, wo es gibt Angebote ohne Ende und diese Anonymität, wo man sich entfalten kann. Es waren so viele intensive Eindrücke auf einmal. Die 4 Jahre waren sehr, sehr prägend und sehr, sehr schön. Während des Studiums kickte er für die Columbia Lions. Nach 4 Jahren der Abschluss und die Frage, was mache ich? Ja, mein Papa war immer für den Fußball, für ein Abenteuer. Mhm. Meine Mama war eher für den Job. Es waren natürlich auch, ich will nicht sagen Konflikte, aber nach einem Jahr, ich habe den ersten Jahr nach dem Studium versucht, in Italien Fußball zu spielen und hat nicht geklappt. Gab es auch kein gescheites Probetraining. Dann war ich dann für 5 Monate wieder zu Hause. Und meine Mama hat damals in die 5 Monate gesagt, Junge, du musst einen Job finden mit deinem Studium. Jetzt ist es Zeit, da kommt nichts. Und ich habe es ausgewartet. Ich habe gesagt, nein, das kann nicht vorbei sein, Fußball. Und habe ich noch 1-2 Monate gewartet. Und dann kam ein Anruf von ein Scout, der eine Verbindung hatte nach Deutschland. Und dann habe ich den Sprung gemacht über den Teich. New York, Bad Kreuznach. Aus der 8-Millionen-Weltstadt ins 50.000-Einwohner-Städtchen in Rheinland-Pfalz. Ich wusste, dass ich das machen will. Europäischen Fußball war immer für mich irgendwas Mystisches, irgendwas, was Großartiges. Und ich habe gedacht damals, ich möchte es sehen, spüren, fühlen, was ist das überhaupt? Und wollte die Chance nehmen, versuchen zumindest Profifußballer zu werden, zu schauen, wie weit kann ich. War neugierig und gleichzeitig abenteuerlustig. Das Abenteuer begann bei der SG Eintracht 02, dann SV Wien, Regionalliga Süd, Preußen, Münster, Regionalliga Nord, nochmal Wien, dann ab nach Wattenscheid und schließlich zum 1. FC Nürnberg in die 2. Mannschaft. Wolfson, auch ein großer Abräumer, Zweikämpfer, verlässlicher Mannschaftsspieler. Michael Wiesinger ist Chef des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Nürnberg. Dorthin ist Pellegrino Matarazzo als Trainer gegangen. Insgesamt 7 Jahre war er im Leistungszentrum und er war Co-Trainer bei Michael Wiesinger. Für mich war noch ein paar Minuten klar, dass das funktioniert. Klar, man muss sich erst an einen Co-Trainer gewöhnen, der fast in einer anderen Etage steht. Okay, war nicht schlimm. Von den Fußballgedanken waren wir voll auf Augenhöhe. Einfach so ein Team halt, wenn der andere reinkommt, ja, man muss nicht viel sagen, man versteht sich, ja, man diskutiert auch mal kontrovers, man ist nicht immer einer Meinung, beschimpft sich auch mal. Wir sind halt 2 so Fußballer und deswegen habe ich dann eine super positive Erinnerung. Pellegrino Matarazzo hat in den 7 Jahren in Nürnberg Eindruck hinterlassen, nicht nur aus fachlicher Sicht. 100% authentischer Mensch, finde ich, ja, der natürlich, glaube ich, auch nicht bereit ist, da irgendwie schauspielerisch in eine Rolle zu schlüpfen, um irgendjemand zu gefallen. Auf dem Trainerlehrgang lernt er Julian Nagelsmann kennen. Der war vom Italo-Amerikaner so angetan, dass er ihn 2017 nach Hoffenheim lotste und zum Co-Trainer machte. Trotz aller sportlichen Rivalität hält die Freundschaft. Mittlerweile sind sie ja Konkurrenten. Servus Rino. Oder hallo Gino, wie ich dich liebevoll während des Fußballlehrerlehrgangs getauft habe.
Ich freue mich, dass du in der Bundesliga bist. Ich freue mich nicht, gegen dich zu spielen. Es waren immer schwere Spiele. Aber natürlich freue ich mich, dich an der Linie dann zu sehen, als Kollege zu sehen. Ich habe gerne mit dir zusammengearbeitet und bin glücklich, dass du auch einer meiner Co-Trainer bist, der in der Bundesliga gelandet ist. Völlig zu Recht, völlig verdient. Du hast was drauf. Gib Gas. Seit Januar 2019 ist Pellegrino Matarazzo in Stuttgart Chef an der Seitenlinie. Für viele kam die Verpflichtung des damals nur Insidern bekannten Trainerneulings überraschend. Doch die ersten Eindrücke bei den Spielern waren absolut positiv. Er ist ein sehr angenehmer, ruhiger, eher introvertierter Mensch, aber doch in seiner Ansage und in seiner Aussage auch sehr bestimmend und so zwischenmenschlich sehr angenehm. Anfangs als nüchterner Mathematiker eher kritisch beäugt, hat er mittlerweile auch skeptische Kritiker überzeugt. Der VfB hat in der Liga mit seiner Spielphilosophie für Aufsehen gesorgt. Offensiv und mutig, mit einem gewissen Vorwärtsgang. Wir wollen auch weiterhin dominant auftreten. Aber Dominanz hat nicht mit Ballbesitz für uns zu tun, sondern mit überwiegend Chancenverwertung bzw. Großchancenanzahl und auch Spielkontrolle, Spielbestimmung. Er ist der akribische Fußballanalytiker, der jedes Spiel in seine kleinsten Teile zerlegt. Aber genau das ist sein Job. Und dabei hat sich der 42-Jährige den Respekt der Kollegen erarbeitet. Ich spiele tolle Fußball, muss ich wirklich sagen. Und habe eine riesige Entwicklung vor sich. Und dann natürlich noch mit dem, also die Mannschaft ist super zusammengestellt. Dann Pellegrino Matarazzo, ich kenne ihn nicht, aber ich habe kurz mit ihm geschwätzt. Das wirkt sehr, sehr schlau und durchdacht und auch empathisch mit einer Nähe. Das wird eine tolle Mannschaft. Das ist schon eine tolle Mannschaft und die werden noch richtig besser. Viel Lob für Pellegrino Matarazzo, der für den Fußball einiges riskiert und alles gegeben hat. Er lebt Fußball, ist dabei aber immer authentisch geblieben.